Und vom World Club Dome kommen wir jetzt zum Clubrad. Ja, es gibt Radrennen und es gibt den Calmet Clubrad Cup. Die alljährliche Spaßrallye wartet mit unerschrockenen Clubradfahrern in tollkühnen Kostümen auf, die den höchsten Berg des Pfälzerwalds hochstrampeln. Beim wohl größten Clubrad-Bergrennen der Welt gingen am Wochenende wieder hunderte Teilnehmer an den Start. 3, 2, 1. Start für den 33. Calmet Clubrad Cup im pfälzischen Maikammer. Und dann gilt es, kräftig in die Pedale zu treten, um die 6 Kilometer lange Strecke und 450 Höhenmeter bis zum Ziel auf dem Berg Calmet zu bewältigen. Die faltbaren Klappräder dürfen keine Gangschaltung haben. Und so kommen die über 1000 Teilnehmer bei spätsommerlichen Temperaturen ordentlich ins Schwitzen. Stellt sich die Frage, warum zur Hölle tut man sich das an? Man kann schwimmen gehen oder man kann sowas tun. Also wer Klapprad fährt, der muss dabei sein. Das ist ein bisschen wie Sterben mit Anlauf, aber es macht halt einfach Spaß. Genau, da freut man sich ein Jahr lang drauf. Es sind nur Verkleidete da, es geht um nichts, außer um den Spaß. Und das ist für mich das Wichtigste. Genau, oben mit einem Lächeln ankommen. Ich habe den großen Zeppelin, ich werde wahrscheinlich eher schieben, aber macht nichts. Der Spaß ist das Wichtigste. Beim diesjährigen Motto, nur Klappen ist schöner, ready for club off, dreht sich alles rund ums Fliegen. Und das wird hier kreativ in Szene gesetzt. Vom urzeitlichen Flugsaurier über die Bergrettung bis hin zur fliegenden Hundehütte sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Und auch die Piloten haben sich ordentlich in Schale geworfen, um beim Publikum zu landen. Für einen sicheren Flug sorgen der Security-Check und, wo nötig, letzte Reparaturen am Fluggerät. Für ausreichend Treibstoff ist natürlich ebenfalls gesorgt. Vom Fotoshooting am Boden bis zum Kunstflieger am Himmel setzen die Veranstalter zu regelrechten Höhenflügen an. Wir haben da unheimlich viel Spaß, dass wir so viele Leuten hier Freude machen können, dass die hier am Berg sind, dass die ihre tollen Ideen hier umsetzen. Wir schreiben da niemand was vor, die können das alles bringen. Und das gibt uns halt auch den Antrieb, hier diese Veranstaltung einmal im Jahr zu machen. Kurz vor Abflug wird es dann noch einmal spannend, denn der Flughafen, gerade noch rechtzeitig fertig geworden zur feierlichen Eröffnung, wird von einer Klimakleberin blockiert. Doch davon lässt sich hier niemand ausbremsen, schon gar nicht die Stimmung vermiesen. Was die Leute sich einfallen lassen, von der Verkleidung her, von allem, also wunderbar. Wetter spielt auch mit, also ein ganz toller Tag. Ich bin das erste Mal hier, ich bin fasziniert, das ist Wahnsinn, was hier los ist. Es ist eigentlich schöner wie ein Fastnachtsumzug. Pokale, die gibt es beim Calmet Clubrad Cup natürlich auch. Für die schnellsten, aber auch für die jüngsten, ältesten und feschesten Fahrer. Ein bunter Wettbewerb, der viel Humor beweist und jede Menge Teamgeist. Gerade dann, wenn einem mal die Puste ausgeht.